Das ist eine etwas andere Pizzeria bei mir. Alle beruhigen sich jetzt. Wir sind ruhig. Nein! Nein, nein, nein! Na, kennt ihr die noch? Das sind Zettel, auf denen gute Dinge oder auch ganz schön schlechte Dinge draufstehen können. Unsere Pizzamaschine! Wer ist schon so lange dabei, dass ihr die Pizzamaschine kennt? Bekommt ihr von mir einen Daumen nach oben. Es ist auch erlaubt, wenn ihr kürzer dabei seid, aber das Video nachträglich geguckt habt. Die heizt jetzt schon mal vor, Stufe 3. In dieser Schüssel sind Zettelchen, auf denen soßige Dinge stehen. Alles, was man als Untergrund auf einer Pizza verwenden könnte oder besser auch nicht sollte. Ich hole mal den Pizzateig, der ist immer dabei. Und in der zweiten Schüssel sind ganz viele Toppings. Champignons, Mais, Tomaten, aber auch Dinge wie Chips, Blaubeeren, Popcorn und Gummibärchen. Pizzateig. Wie, du hast ihn nicht selbst gebacken? Doch, ich habe ihn danach eingerollt in Backpapier. Ist er schon vorgeheizt? Es raucht nämlich schon verdächtig. Oh, wow. Fertig. Und wie bekommen wir das jetzt rund? Na, mit einem Messer. Pizza muss nämlich rund sein. Ist einfach Fakt. Aus dem restlichen Teig machen wir dann Brötchen im Backofen, oder? Oder Pizzaschnecken. Kringelst. Ich mache hier mal eine Grenze, weil jeder macht gleich eine halbe Pizza. Wer fängt an? Fang du an. Nein, fang du an. Fang du an. Okay, dann gibt es noch mehr gute Sachen. Also, du holst gleich was Ekliges raus. Zwei, drei. Nee, oder? Marmelade. Okay, es ist noch nicht der Weltuntergang. Wenn da jetzt Marshmallows und Gummibärchen draufkommen, ist es okay. Es handelt sich um Erdbeermarmelade. Hey, sieht ja sogar aus wie Tomatensauce. Nicht zu wenig, ich kontrolliere das. Noch mehr. Muss ich jetzt eigentlich Käse? Wissen wir das schon? Ich finde, jeder darf sich aussuchen. Einmal mit Käse, einmal ohne Käse. Und man weiß aber ja nicht, was als zweites noch kommt. Die dreht schon wieder an den Regeln. Hey, nicht auf meine Seite rüberstreichen. Jetzt finden wir meine Soße heraus. Bitte auch was Fieses. Wer hat das denn da reingemacht? Ich hatte doch einen Pudding da. Schokopudding. Schokopudding? Das ist wie eine Nutella-Pizza. Oh, es ist schon wieder so ein Protein-Schokopudding, der sowieso nicht schmeckt. Warte mal, noch nicht abgelaufen. Danke für nichts. Du machst ja auch auf meine Seite. Er sieht aus wie Nutella. Das sieht richtig lecker aus. Ich finde, du könntest ein bisschen positiv an die ganze Sache rangehen. Schmeckt gar nicht so schlecht. Wir fangen einfach mit der Nachspeisenpizza an. Die muss dann eh auskühlen. Wenn da jetzt Champignons rauskommen, dann raste ich hier aus. Schmeckt er? Aha. Ein bisschen wenig süß. Jetzt bin ich nervös. Ich muss zwei Zutaten ziehen. Eins, zwei. Ich kann es eh nicht ändern. Zwiebel! Zwiebel geht einfach so gar nicht auf meine Erdbeermarmelade. Und was hast du noch? Mais. Oh nein, du hast gerade zwei gute Zutaten verschwendet. Da kann ich ja nichts dafür, das war doch keine Absicht. Auf Marmelade. Ich schmeiß hin, Leute. Jetzt bin ich dran. Hier ist die gute Zwiebel. Mir wäre es lieber, wenn du die Zwiebel draußen schneidest. Im Regen? Einfach nur weit weg von mir. Dann lege ich die Zwiebel ganz knapp an den Rand zu deiner Schokolade rüber. Wie viele Ringe müssen es sein? Und jetzt der Mais. Vielleicht schmeckt man dann die Marmelade gar nicht mehr. Ich liebe ja Mais auf Pizza. Und ich habe so Angst, dass mich das Ganze jetzt gleich traumatisiert und ich nie wieder Mais auf Pizza essen will. Ich fühle das Trauma schon vom Zusehen. Es sieht aus wie Tomatensauce. Das heißt, es wird dann so nochmal richtiger Schock werden. Jetzt bin ich dran. Wenn du jetzt sowas hast wie Schokolade und Marshmallows, dann hasse ich dich. Ja, ist so. Was steht da? Banane, das ist gut. Es passt aber nichts besser als Schokolade und Banane. Bitte das nicht Zwiebelmesser für mich. Das muss dünner. Oh, das war zu dünn. Lecker. Ich würde mich an deiner Stelle noch nicht in Sicherheit wiegen, weil du weißt nicht, was jetzt noch kommt. Jetzt kommen sicher Gummibärchen. Komm schon. Oh. Aha. Was sagen wir dazu? Popcorn. Salziges Popcorn, möchte ich dazu sagen. Ich würde das Popcorn erst am Ende drauf tun. Es wird kohlrabenschwarz. Ich mache übrigens ohne Käse. Du hast ja davor so eine Regel gesagt. Toll. Mache ich Käse oder mache ich keinen Käse? Marmelade mit Käse ist nicht so schlecht. Ich mache mit Käse. Popcorn kommen dann nach der Maschine drauf. Ich darf das nicht vergessen. Leute, ich entscheide mich für Käse. Ich mache richtig viel und dann merkt man vielleicht die Marmelade nicht mehr. Okay, das wird jetzt eine Operation. Weil wir müssen ja das Backpapier dann noch irgendwie abbekommen. Kann man Backpapier nicht mit reinmachen? Ich glaube, dann beginnt es zu brennen. Du zerstörst gerade beide Pizzen, weißt du das? Ich weiß, was ich hier tue. Bitte alle bleiben cool. Das weißt du nicht, mal auf meiner Seite ist schon ein bisschen Käse gelandet. Ja, ich bin schuld. Okay. Ich mach das jetzt. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ich halte es so. Werf's rein, dann ziehst du das Backpapier runter, ja?
Was? Ich greife die Pizza und werf sie da rein. Und du greifst das Backpapier und ziehst das Backpapier weg, ja? Muss das schnell passieren? Nein, von der anderen Seite. Du musst hinten halten, dass es nicht runterhängt. Geht? 2, 3, wir legen es rein! Okay, ich ziehe jetzt. Du musst mir helfen. Schnell, sprutzt du! Das Backpapier! Ja, aber ja. Das geht nicht an! Ziehen, ziehen, ja, es zieht, ja! Ja, und jetzt zieh da vorne! Da kann man nicht reingreifen! Nee. Die hässlichste Pizza der Welt. Stimmt gar nicht. Oh mein Gott. Die Pizza hat Charakter. Kann man nichts mehr retten. Doch, man muss das so. Die ist ja nicht mal mehr rund. Wir müssen den Deckel zumachen. Oh, dann wird die ja gegrillt. Das ist ein Pizzaautomat. Fühlt sich echt falsch an. Ich guck mal vorsichtig da rein, ja? Oh mein Gott. Was ist passiert? Pudding sollte da nicht rein. Ui, der ist ausgelaufen. Ein bisschen. Irgendwas ist da mit dem Teig passiert. Aber die Zwiebel ist gut geröstet. Unsere Pizza ist fertig. Operation Pizza retten beginnt. Die Banane sieht richtig gut aus. Dieser Pudding, ey. Also ich finde, das ist toll geworden und das ist alles sauber geblieben für die nächste Pizza. Hallo, liebe Pizza. Lassen Sie es sich gut schmecken. In Sarinas Pizzeria. Wir haben ein riesiges Stück. Ich auch. Ich warte mal ab. Ob wir von Oma feiern? Popcorn! Oh nein! Nochmal. Ich hole mir so lange meine. Nur so als Erinnerung. Erdbeermarmelade, Zwiebel und Mais. Und Käse. Der Pudding hat es echt kaputt gemacht. Fruchtig. Was? Mhm. Deine Pizza ist gut? Ja. Leute, ich weiß nicht, vielleicht haben diese ganzen Videos schon meinen Geschmack komplett ruiniert. Kann ich mal probieren. Hier so, mit viel Mais. Mais ist ja auch ein bisschen süß. Das ist wirklich gut. Ich mache keinen Spaß mit euch. Vielleicht bin ich auch einfach zu hungrig gerade. Aber ich schmecke die Marmelade nicht. Ich schon. Aber du darfst mir das nicht wegessen jetzt, ne? Ding, ding, ding. Mit wem hast du gedingelt? Na, mit denen da draußen. Vor dem Fenster? Was ist mit deiner jetzt? Nee, ich habe das Gefühl, der Pudding ist verbrannt. Aber Popcorn ist gut. Das fühlt sich lecker. Die Regeln erlauben nicht, dass du meine Pizza isst. Die ist meins. Wir beruhigen uns jetzt alle mal und machen die nächste Pizza. Kannst du einen neuen Teller mitbringen, der schon eingesaut? Kochlöffel hat auch Pudding dran. Machen wir jetzt ohne Backpapier? Wie lange musst du so im Ofen bleiben? Du hast ja die höchste Stufe. Alexa, Timer 10 Minuten. Ich muss mich beruhigen. Okay, mittig. Hä, deine Seite ist doch viel größer, das sieht doch jeder. Sogar so ein richtiger Bauch. Die zweite Schüssel ist weg. Hier. Hier. Soße. Ich will nicht. Sagt ihr Soße oder Soße? Wie sagst du denn? Soße. Oh, Creme Fraiche. Das ist lecker. Creme Fraiche ist ein Traum, weil da kann ich süß und salzig drauf machen. Ich habe auch mal was Gutes verdient. Sogar in vegan, Leute. Du bist so merkwürdig. Ich muss immer an allem riechen. Lass mich halt. Damit muss ich nicht geizen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Meine Soße. Nein, ich will's zuerst alleine. Mayo. Ja, geht klar. Eine ganz neue Packung. Mayo. Hier, was soll der Geiz? Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Seiten nicht verwechseln. Kurze Info. Bei dieser Pizza musst du mit Käse und ich muss ohne Käse. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Topping 1. Gummibärchen. Keine Ahnung. Oh, Marshmallows. Gut, beides kann ich nicht mehr bekommen. Das gefällt mir. Und kein Käse. I like. Alle beruhigen sich jetzt. Wir sind ruhig. Nein! Nein, nein, nein! Ich drehe diese Videos nicht mehr. Doch, doch, doch. Hier, dein Zettelchen. Überraschung. Ich habe sogar die Oreos gekauft mit doppelt Creme. Lass mich in Ruhe. Das wird eine cremige Angelegenheit. Sag dir mal, was gut dazu passen würde. Kinderriegel, Oliven, Zucchini. Jetzt ist eh schon alles egal. Oliven. Okay, danke. Und Käse nicht vergessen, ne? Gummibärchen, bunte Mischung. Ich kann die schneiden. Schmecken gut, die Gummibärchen. Oh, das sieht richtig schön aus. Meine Pizza ist fertig. Dankeschön. Oreos für mich. Dankeschön. Ich tue so, als wäre das jetzt Salami und leg das so drauf. Einfach drauf? Was für eine Kombi. Nicht vergessen, der Käse. Hä, vielleicht geht's ja eh voll klar. Es klebt am Teller fest. Das war ja auch eine dumme Idee. Was machen wir nun? Jetzt haben wir eine sternförmige Pizza. Das wird der neue Trend. Vicky Sarinas Sternpizza. 1, 2, 3. Vorsicht, hier ist Käse auf meine Seite gefallen. Ich habe Mayo an den Händen. Und zu. Seid ihr bereit? Hui, interessant. Die ist noch nicht fertig. Aber so ein bisschen ist sie schon explodiert. Pizza Nummer 2 ist fertig. Nachtisch.
Sieht interessant aus. Okidoki. Hey, bitte nicht meine Olive verlieren. Ich gebe mein Bestes. Diese Pizza gewinnt den Preis für die hässlichste Pizza der ganzen Welt. Das finde ich jetzt übertrieben. Pizza hat auch Gefühle. Bringen wir es hinter uns. Schön mit einem Stück Oreo, Teig, Käse und eine Olive dazu. Meine Marshmallows sind irgendwie verloren gegangen. Oh, das heißt. Also ich habe da jetzt ein Bärchen und einen Regenbogen drauf, was irgendwer wissen will. Heiß. Mhm. Und? Lecker. Du hast ja noch gar nicht gegessen. Oreo ist voll der Reinfall. Du magst doch Oreo. Aber nicht auf meiner Pizza. Meine Gummibärchen riechen ein bisschen komisch. Ha. Ha. Auch falsch. Ohne Oreo ist lecker. Aber es hilft ja nichts. Was muss, das muss. Sauer. Warum das denn? Ich hatte so einen sauren Regenwurm. Kosten? Nee. Leute, Gummibärchen auf einer Pizza sind einfach nicht das Wahre. Aufessen. Und ab mit euren Vorschlägen in die Kommentare. Was sollen wir noch mit dem Zettelchen-Spiel machen? Ich hoffe, euch ist jetzt nicht schlecht und ein bisschen. Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boah, ist eine richtige Pizza.